Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Star Wars Day, deswegen auch diese Frisur. Ich wünsche euch allen einen Happy Happy Star Wars Day. Und welcher Tag könnte cooler sein, um meine schon total lange angekündigte Comic-Lesezusammenfassung für euch abzudrehen und wahrscheinlich auch zu veröffentlichen. Ich kündige ja schon seit Januar immer wieder an, dass ich total gerne euch meine gelesenen Comics einfach in einem extra Video zeigen möchte, weil ich das Ganze mehr von den Büchern trennen wollte, weil ich nicht wusste, auf was habt ihr eigentlich Lust, Bücher und Comics, beides oder halt auch nur eins von beidem. Und deswegen probieren wir das einfach mal aus und es war ja eigentlich so angedacht, dass ich euch einfach genauso wie in meinen Lesemonaten einfach mal schnell zeigen möchte, welche Comics habe ich gelesen und wie haben sie mir gefallen. Besonders in letzter Zeit ist mir aber aufgefallen, dass total viele von euch in die Comicwelt einsteigen möchten, was ich total toll finde, aber einfach nicht wissen, mit welchem Comic oder dann irgendwie mit Marvel anfangen wollen und in den falschen Comic nehmen, weil man dafür enorm viel Vorwissen braucht. Deswegen dachte ich mir, wir machen aus dieser Reihe hier nicht einfach nur so eine Art Lesemonat, sondern ich versuche euch so ein bisschen mehr zu den Comics zu sagen, euch vielleicht Hintergrundinfos zu geben, beziehungsweise einfach mal zu sagen, wie ich die Comics empfunden habe und ob ihr dafür vielleicht sogar auch ein bisschen Vorwissen braucht. Das Ganze teile ich immer ein in Mangas, Comics, Graphic Novels und bei den Comics, beziehungsweise generell würde ich nochmal so kleine Unterthemen machen wie Marvel und DC, wobei DC wahrscheinlich weniger vorkommen wird. Und zum Beispiel auch Star Wars. Fangen wir direkt an mit den Mangas. Das waren ja wie eben schon gesagt zwei. Und die muss ich euch leider beide einblenden, weil ich die leider schon weggegeben habe. Bei mir und den Mangas ist es so eine Sache. Ich habe tatsächlich erst letztes Jahr im Frühling mit den Mangas angefangen. Das war im Rahmen des Gratis Comic Tags 2018. Ich kooperiere ja seit letztem Jahr mit dem Gratis Comic Tag. Und da habe ich einen Comic vorgestellt, der quasi eine Fusion aus Manga und Comic war. Also die Avengers treffen die Leute von Attack on Titan, was ja eine ziemlich bekannte Manga-Reihe aus dem Carlsen Verlag ist. Und da habe ich zum ersten Mal Mangas gelesen und war eigentlich total begeistert davon und wollte gerne mehr lesen. Das hat dann aber so ein bisschen gedauert, bis ich mich da ein bisschen mehr zurechtgefunden habe. Und ja, seit Ende letztem Jahr ungefähr taste ich mich da so ganz langsam ran und ja, probiere noch so ein bisschen aus, was mir da so gefällt und was mir eher nicht zusagt. Und bei den beiden Mangas, die ich gelesen habe, war es tatsächlich so, dass die mir nicht so zugesagt haben, weshalb ich halt die auch schon weggegeben habe. Fangen wir direkt aber an mit Blick ins Herz. Das ist ein Manga, der ohne Fantasy-Elemente und Co. auskommt. Ich weiß nicht, die haben sogar einen Namen. Ich weiß nicht, heißen die Shoujo-Mangas? Auf jeden Fall gibt es da eine größere Liebesgeschichte und noch zwei kleinere. Also die größere nimmt, glaube ich, auch die Hälfte des Mangas ein. Die beiden kleineren dann jeweils ein Viertel. Das war mir irgendwie vor dem Lesen gar nicht so bewusst. Ich dachte, das ist nur diese eine Geschichte. Und irgendwie waren dann alle Geschichten viel zu kurz. Die hatten einfach nicht genug Raum. Das sind sehr viel so ganz plötzlich und ganz ohne Erklärung passiert und in der einen Geschichte gab es dann auch so einen kleinen Cliffhanger, der aber irgendwie dann überhaupt nicht richtig oder nur so nebenbei aufgelöst wurde und das war alles so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ansonsten fand ich die Geschichten nämlich ganz süß und auch die Ideen hinter den Geschichten ganz süß, die hatten immer alle so eigene Aufhänger. Bei der Hauptgeschichte zum Beispiel lernt das Mädchen einen Typen kennen und merkt dann, dass es ihre Liebe aus Kindheitstagen ist, der dann halt zurückgekehrt ist und ja, an sich echt cool, aber wie gesagt, es war halt alles zu kurz und konnte mich dann leider nicht so ansprechen. Dann habe ich noch den ersten Teil von Roka, The Brave of the Six Flowers gelesen. Darin geht es um eine Gruppe von, naja, man kann sagen Helden, die herbeigerufen werden, beziehungsweise deren Kräfte erweckt werden, sobald so ein unheilvoller Gott irgendwie ja, näher kommt, glaube ich, so war es. Ist schon viel zu lange her.
Und dann ist es aber so, dass sich da plötzlich nicht 6 Helden versammeln, wie es halt The Brave of the 6 Flowers vermuten lässt, sondern halt eben 7. Und so wird dann klar, dass einer von diesen 7 ein Verräter ist. Und man möchte herausfinden, wer das ist. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil natürlich das keiner zugibt. Ich fand diese Idee eigentlich ganz toll. Das hat natürlich nur leider echt wenig Platz im eigenen ersten Teil dieses Mangas eingenommen, weil sich erstmal alle Helden sammeln mussten, vorgestellt wurden und erstmal zu so einem Tempel gehen mussten, wo sie das dann überhaupt erstmal festgestellt haben. Und bis dahin war der Manga dann leider schon so gut wie vorbei. Saburoka ist so ein Fall, bei dem man wirklich den zugehörigen Anime kennen muss. Und Animes schaue ich persönlich nicht. Deswegen fühle ich mich manchmal bei Mangas so ein bisschen verloren, weil ich glaube, dass total oft einfach das Wissen aus beidem vorausgesetzt wird, um das wirklich alles zu verstehen. Deswegen wurde ich auch so ein bisschen enttäuscht von Roka. Ich hatte gehofft, dass da einfach ein bisschen mehr bei rumkommt und ich einfach schon so ein bisschen mehr in die Geschichte reinkomme. Bei mir hat es nämlich ehrlich gesagt auch nicht die Lust geweckt, noch groß weiterzulesen. Wenn ihr allerdings den zugehörigen Anime kennt, dann solltet ihr wahrscheinlich beim Manga echt viel Spaß haben. Und das war es schon mit den beiden Mangas. Und ja, jetzt kommen wir zu den Comics. Hier schiebe ich jetzt erstmal meinen kleinen Marvel-Einschub ein, diesmal nicht als erstes Kapitel, weil ich wirklich nur einen Marvel-Comic gelesen habe und ich da jetzt nicht ein extra Fass aufmache. Ihr habt den Marvel-Comic aber vielleicht schon auf meinem Thumbnail gesehen. Das ist nämlich Thor und zwar aus der Marvel-Neustart-Reihe. Genau, hier kann ich nämlich jetzt auch einiges erklären direkt mal. Mit Marvel Legacy startete eigentlich so eine Reihe, die neue und alte Helden irgendwie so ein bisschen vereinigt hat. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr Comics schon mal verfolgt habt, dass diese ganzen Helden, die wir aus zum Beispiel dem MCU kennen, längst nicht mehr in der Comicform so existieren. Beispielsweise gibt es jetzt Ironheart, das ist quasi ein junges Mädchen, Riri, die genauso klug ist, die genauso klug ist wie Tony Stark und sich auch so einen Iron Man Anzug besorgt hat und eben Ironheart ist. Thor zum Beispiel ist unwürdig geworden und deswegen nimmt jetzt Jane Foster seine Rolle als Thor ein und so weiter. Also man kann da, glaube ich, wirklich unzählig viel aufführen und erklären. Fakt ist jetzt aber, dass Marvel mit Marvel Neustart quasi nochmal so einen Schritt zurück macht und alte Helden wieder quasi in ihre Position rückt. Also wirklich der Thor Odinson, den wir kennen, ist der Donnergott Thor. Captain America ist wieder Steve Rogers und Tony Stark ist wieder Iron Man. Alles wird quasi resettet und das Ganze läuft unter dem Slogan, die echten Helden sind zurück. Und ich mag Thor total gerne, deswegen habe ich mich an dieses Neustartheft gewagt, weil ich das einfach total gerne lesen und ja, erleben wollte. Tatsächlich hat mir aber besonders der Slogan, die echten Helden sind zurück, am Anfang schon so ein bisschen Bauchweh bereitet, weil ich den einfach so schlecht gewählt finde. Also die alten Helden sind zurück, ja, damit wäre ich wirklich einverstanden gewesen. Aber die echten Helden impliziert für mich so ein bisschen, dass zum Beispiel Jane Foster oder eben auch Riri keine echten Helden sind. Und das finde ich total schade, weil es simply nicht stimmt. Jetzt ist es ja so, dass ich schon einige Thor-Comics gelesen habe. Ich habe generell ja total viele Marvel-Comics schon gelesen und ich muss darüber hinaus sagen, dass ich halt nicht nur diesen Neustart irgendwie so ein bisschen finde, sondern tatsächlich auch den Comic nicht so gut fand. Das lag einfach ganz ehrlich gesagt daran, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was da los ist. Ich habe das Gefühl, man wurde irgendwie in eine Situation geworfen, die sich schon Hefte vorher aufgebaut hat, obwohl es eigentlich ein erster Band von einer komplett neuen Marvel-Reihe ist. Und ich habe nicht durchgeblickt, das muss ich ganz ehrlich so gestehen. Und ich glaube auch, dass damit so ein bisschen auch das Ziel nochmal verfehlt wurde, weil ich finde gerade so ein Neustart und so ein Beginn einer neuen Reihe ist ja eigentlich eine total schöne Möglichkeit für Marvel-Einsteiger in die Comicwelt einzusteigen und da finde ich tatsächlich Marvel Legacy, was ich euch wahrscheinlich im nächsten Comic-Video einfach auch nochmal genauer vorstellen werde, einfach irgendwie gelungener.
Und jetzt kommen wir zu den ganzen anderen Comics. Da sind jetzt total viele dabei, die ich im Rahmen des Gratis-Comic-Tags 2019 gelesen habe. Sprich, ich kann mich hier wahrscheinlich in vielen, vielen Fällen kürzer fassen. Zum einen, weil der Gratis-Comic-Tag irgendwie schon impliziert, dass es Comics sind, mit denen man sehr gut in ein bestimmtes Thema oder in eine bestimmte Reihe oder in eine bestimmte Welt einsteigen kann. Auf der anderen Seite gibt es eigentlich zu allen Büchern, die ich gelesen habe, bereits ein Gratis-Comic-Tag-Video. Das werde ich euch dann am besten oben auf dem i, aber auch unten in der Infobox verlinken, sodass ihr da einfach draufklicken könnt. Da sage ich euch nämlich nicht nur, wie mir der Comic gefallen hat, sondern gebe euch auch noch total viele weitere Infos. Und da muss ich mich hier einfach nicht wiederholen, das finde ich so ganz simpel. Genau, fangen wir direkt an mit einer Comicreihe. Hier habe ich direkt auch Band 1 bis 3 gelesen aus dem Shiner Books Verlag. Und zwar ist es In tiefen Wäldern Träume lauschen. Der Shiner Books Verlag verlegt ja ehemalige asiatische Comics, eigentlich aus dem gesamten asiatischen Raum. Es geht einfach eigentlich um ein fiktives Königreich, in dem eine Prinzessin wohnt, die sich bei einem Ausflug unsterblich in einen Jüngling quasi verliebt, der richtig, richtig schön ist und den sie total schön findet. Das ist generell eine sehr oberflächliche Prinzessin. Und sie will ihn dann heiraten und in dem Dorf oder in dieser großen Familie von diesem Typen sind alle mega begeistert, weil es einfache Bauern eigentlich nur sind. Und dieser Jüngling, der spricht nicht. Ich weiß nicht, ob der stumm ist oder ob der einen bestimmten Grund hat. Das wurde in den Comics noch nicht geklärt. Auf jeden Fall ist alles sehr geheimnisvoll, um eben ja diese Person und das Geheimnis dahinter aufgebaut. In den ersten drei Bänden erfährt man immer so stückchenweise was, wird aber nie komplett aufgeklärt. Und ja, von daher bin ich total gespannt, wie es da weitergeht. Mir hat der Comic aber echt gut gefallen und ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich hoffe, sie wird ganz schnell weiter übersetzt. Und ich habe noch einen weiteren Comic oder ein weiteres Buch tatsächlich eher aus dem Shiner Books Verlag gelesen. Und zwar ist es Die Fundamente der chinesischen Zivilisation Band 1. Das ist eigentlich ein Comic, der, wie ich finde, total schön die chinesische Geschichte rüberbringt. In Comicform tatsächlich. Es ist allerdings nicht immer ein Comic. Manchmal gibt es auch so Infografiken. Auf jeden Fall super schön aufgemacht, super verständlich und informativ. Und genau, ich glaube, davon wird es insgesamt 4 Bücher geben. Das ist das erste. Das geht eigentlich vom Start, also 2697 vor Christus, bis hin zur Han-Dynastie 220 nach Christus. Der zweite Band ist auch bereits erschienen, den habe ich schon zu Hause, allerdings noch nicht gelesen. Ich freue mich aber wahnsinnig drauf. Und ich möchte dazu gar nicht viel weiter sagen. Wenn euch chinesische Geschichte interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall zum Buch greifen. Ich finde das nämlich richtig, richtig gut. Genau, das war es auch eigentlich schon, was ich dazu sagen kann. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, dass ich schon echt lange filme. Es tut mir total leid. Ich hoffe, das interessiert euch halt alles. Ich verspreche, die anderen werden nicht so lang werden. Deswegen machen wir jetzt auch direkt mal weiter mit dem nächsten Comic. Und zwar ist es ein total toller Comic. Und zwar Heraus aus der Finsternis aus dem Zwerchfell Verlag von Christopher Tauber und Annelie Wagner. Der Comic ist zusammen mit dem Jungen Museum Frankfurt veröffentlicht worden und spielt auch in Frankfurt 1918-1919. Das ist eigentlich ein Comic für Kinder, der beschreibt, wie in Frankfurt so die Stimmung war, eben in den Jahren 1918-1919. Der Erste Weltkrieg war vorbei und es gibt immer mehr Frauen, die politisch eine Stimme haben wollen und sich stark machen. In dieser ganzen Zeit gibt es in Frankfurt natürlich auch Kinder und es gibt 4 Mädchen, die zusammen eine Art Mädchenbande gründen. Genauso wie nämlich die erwachsenen Frauen, die politisch stärker werden wollen und sich ja auch mit den Männern gemeinsam engagieren wollen, geht es auch den Mädchen so, dass sie es leid sind, dass überall die Jungsbanden ihr Unwesen treiben und sie so ein bisschen unter der Scheffel von ihrer Mutter stehen. Sie wollen wirklich den Jungs geschlossen entgegentreten und deswegen verbünden sie sich. Ich finde, der Comic schafft es total schöne Parallele zwischen der tatsächlichen politischen Situation 1918 und eben dem Rüberbringen für Kinder zu schaffen. Also eigentlich das, was diese Mädchen hier machen, ist 1:1 das, was auch die Erwachsenen machen, nur eben kindlich übersetzt. Und ich glaube, das ist ein total schöner Zugang für Kinder. Und auch ich als Erwachsene fand den Comic einfach richtig, richtig schön und
Ja, ich habe ihn einfach in mein Herz geschlossen, weil er so toll das Thema auffasst. Und ich glaube, Erwachsene können da auch eine ganze Menge lernen. Besonders schön fand ich übrigens, dass hinten auch nochmal wichtige geschichtliche Fakten und Personen und generell auch so, ne, so bestimmte Eigenarten, die man wahrscheinlich heute erst recht nicht als Kind nicht mehr kennt. Sowas wie Wasserhäuschen oder irgendwie eine Rechtsschutzstelle für Frauen und so weiter einfach nicht mehr kennt. Und ich finde, das schließt das Ganze total ab und macht das Buch für mich unglaublich wertvoll. Deswegen kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. Auch für den Gratis-Comic-Tag habe ich 2 Comics von Michael Feldmann gelesen. Und zwar Hartes Syndrom, der letzte Gig. Das sind eigentlich 2 kleine Heftchen, die jeweils nur 24 Seiten haben. Zusammen gibt es eine Vorgeschichte zu einer sehr großen Reihe von Michael Feldmann, nämlich Hartes Syndrom. Da gibt es irgendwie mehrere kleine Reihen, die alle in der gleichen Welt spielen. Das habe ich, wie gesagt, auch im Rahmen des Gratis-Comic-Tags gelesen. Tatsächlich steht aber ein komplett anderer Comic von ihm im Fokus des Gratis-Comic-Tags, der eigentlich nichts mit Hartes Syndrom zu tun hat. Ich fand die Reihe ganz okay, also sie hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Ich fand sie manchmal so ein bisschen, naja, aber insgesamt ist es sehr spannend, denn es spielt in einem postapokalyptischen Setting. Es erzählt die Geschichte, wie Dodo, die Frau hier auf dem Cover, und Nuke sich gefunden haben und ein Paar wurden eigentlich, die sind dann quasi die Helden der nächsten Geschichte und ja, wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz cool. Ich finde es jetzt nicht unbedingt lesenswert, wenn euch aber postapokalyptische Comics und so dystopische Comics irgendwie ansprechen, könnt ihr euch ja mal genauer einlesen. Ich finde es auf jeden Fall sehr düster, das muss man dazu sagen, und für mich hat es jetzt nicht so einen Must-Read-Charakter gehabt. Und ich habe natürlich noch mehr für den Gratis-Comic-Tag gelesen, und zwar auch die ersten 3 Bände von Krieg der Knirpse von Régis Authier und Hado. Das sind französische Comics, wie man das schon am Namen der Künstler feststellen kann. Auch die sind im Rahmen des Gratis-Comic-Tags dabei und im Panini-Verlag erschienen. Auch hier verlinke ich euch wieder das Video natürlich, da erzähle ich euch nochmal genauer, worum es geht. Grob gesagt geht es um eine Jungsbande, zu der sich später auch ein Mädchen gesellt, die im Ersten Weltkrieg in einem französischen Waisenhaus leben und gerade irgendwie im Wald verbotenerweise herumstreunern, als das Dorf wegen dem Anzug der deutschen Truppen evakuiert wird. Und die 4 Jungs werden eben dadurch nicht mit evakuiert und man glaubt sie verloren und sie müssen deswegen einfach überleben. Und die Reihe besteht aus 5 Büchern, ich habe die ersten 3 schon gelesen und jedes behandelt ein Jahr des Ersten Weltkriegs. Also eins 1914, das zweite 1915 und das dritte 1916. Und ich fand die Comics total schön. Sie schildern einfach das, was nicht an der Kriegsfront, sondern privat bei den Personen passiert ist während dieser Zeit, und zwar aus der Sicht von Kindern. Und es ist total spannend gewesen, da irgendwie ja mal reinzugucken und zuzuhören. Und ich freue mich schon sehr drauf, den Comics weiterzulesen. Sie sind manchmal total herzerwärmend, manchmal auch richtig, richtig traurig. Aber wie ich finde, total schön gemacht und gerade auch für Comic-Einsteiger finde ich sie sehr, sehr lesenswert. Sie gehen schon so ein bisschen Richtung Graphic Novel, aber ja, sind trotzdem irgendwie Comics und ich finde sie ganz nett für zwischendurch, da die einzelnen Comics auch gar nicht so dick sind. Björn Eichenwicht und der immergrüne Wald von Adrian Richter und Corinna Seidel ist auch im Zwerchfell Verlag erschienen und es ist ein Kindercomic, der nicht nur ein Comic ist, sondern auch ein Mitmach-Comic. Es geht um Björn, der ein Eichenwicht ist und der lebt im Wald. Und eines Tages werden Eicheln gestohlen und man weiß nicht, warum und was da passiert. Und Björn Eichenwicht schwört sich, dass er den Dieb findet und macht sich deswegen auf ein Abenteuer. Die Geschichte wird auch noch in weiteren Bänden fortgesetzt. Sie ist damit jetzt nicht abgeschlossen. Was ich total schön am Comic finde, dass es, wie eben schon gesagt, ein Mitmach-Comic ist. Das heißt, es gibt hier immer so Rätsel, die dann auch hinten im Comic aufgelöst werden und die man dann rätseln und lösen muss, um weiterzukommen. Wenn man das nicht schafft, ist es auch egal, aber die haben schon irgendwie immer so einen thematischen Bezug zur Handlung. Zum Beispiel muss man Björn Eichenwicht an einem Tag helfen, morgens eben in den Unterricht zu kommen und muss dann quasi den Charakter durch so ein Labyrinth mit ganz vielen Leitern und Durchgängen irgendwie durchlotsen, um dass er dann eben pünktlich zum Unterricht kommt.
Ich finde die Rätsel total süß eingebunden und es hat irgendwie total Spaß gemacht, es zu lösen. Ich finde, manchmal hat die Story ein bisschen darunter gelitten, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es ja ein Kindercomic ist und ich da manchmal einfach noch ein bisschen mehr erwarte, was natürlich überhaupt nicht logisch ist. Dann habe ich die letzten aktuell erschienenen beiden Bände einer Reihe gelesen, die ich total liebe und ich war danach richtig, richtig traurig, dass es schon vorbei ist und ich erstmal auf den fünften Band warten muss. Der ist aber jetzt auch seit letzter Woche bei mir und ich freue mich so aufs Lesen. Die Rede ist von den Paper Girls von Brian Falken. Und ja, vielleicht kennt ihr die Bücher ja schon. Ich glaube, ich habe sie euch in einem vergangenen Lesemonatsvideo vorgestellt. Es müsste November oder Dezember gewesen sein. Es geht um eine Art Mädchengang aus vier Mädchen, die... Oder fünf? Ich muss gerade mal überlegen. Nee, ich glaube, es sind fünf. Ups. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, diese vier bis fünf Mädchen sind... oder leben in den 80er Jahren, tragen alle Zeitungen aus und kennen sich daher. Eines Tages beim Zeitungsaustragen passiert etwas total Merkwürdiges. Es kommen so eine Art Alien in ihre Stadt und auch irgendwelche Menschen, die aber aus einer anderen Zeit zu sein scheinen. Und da werden diese vier Mädchen irgendwie reingezogen und landen dann irgendwann in einer Zeitmaschine und werden in eine andere Zeit katapultiert. Und seit diesem Punkt versuchen die vier einfach wieder nach Hause zu kommen, in ihre Zeit. Und sie landen jedes Buch über in einer anderen Zeit, in einem anderen Ort und versuchen wirklich verzweifelt nach Hause zu kommen und überhaupt erstmal zu kapieren, was eigentlich los ist. Im dritten Band waren sie tatsächlich in einer Steinzeitwelt und im vierten Band schließlich irgendwie ziemlich in unserer Gegenwart, würde ich fast sagen. Ich bin mir gar nicht mehr... Genau, 2000. Yay. Genau. Was ich total schön finde, ist, dass da immer auch so ein paar Dinge mit reingebracht werden, die bei uns tatsächlich real passiert sind. Zum Beispiel gab es ja im Jahr 2000 dieses große Paradox, dass man nicht wusste, ob vielleicht die Computersysteme zusammenbrechen wegen diesem Sprung von 1999 zu 2000. Und ja, total spannend, weil das wird dann auch irgendwie aufgegriffen. Und ich liebe diese Comics. Die sind wunderschön gezeichnet und man suchte die einfach durch. Und ich war nach dem vierten Band tatsächlich total enttäuscht und fassungslos, dass ich jetzt so lange auf Band 5 warten muss. Und ich habe irgendwie jetzt auch total Angst, den zu lesen, weil aktuell bin ich so ein bisschen beruhigter. Aber wenn ich dann Band 5 gelesen habe und auf Band 6 warten muss, ist es halt wieder so ein Struggle irgendwie, ne? Ja, wie gesagt, mehr möchte ich dazu an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich finde, die Comics sind auch richtig, richtig gute Anfänger-Comics. Die sind sehr simpel und gut zu lesen und die Reihe ist halt wirklich der Hammer. Also man fängt an, die zu lieben und man liebt sie bis zur letzten Seite. Und ich kann sie euch wirklich so, so dolle ans Herz legen. Ihr solltet die echt lesen. Ich habe noch den dritten Band von Monstrous gelesen, von Mayuri Liu und Sana Takeda. Diese Comicreihe begleitet mich schon echt lange. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass der dritte der Abschlussband ist. Ist er aber nicht. Das so vorweg. Den ersten Band habe ich vor Jahren gelesen. Ich glaube, es ist locker schon 2 bis 3 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger. Und ich habe ihn absolut geliebt. Er hat irgendwie wieder so ein bisschen meine Liebe zu Comics geweckt, die mal eine Zeit lang echt eingeschlafen war. Und habe dann begeistert total viele Comics gelesen und irgendwie Monstrous in der Zeit aus den Augen verloren. So, und dann habe ich mich Ende letzten Jahres mit Band 2 befasst und jetzt mit Band 3 und ich muss sagen, dass mir Monstrous irgendwie gar nicht mehr so gut gefällt wie anfangs. Es ist eine sehr komplexe Fantasy-Reihe, die wunderschön gezeichnet ist und ich finde auch relativ schwer zu lesen. Ich finde, man sollte schon so ein paar Comics gelesen haben, bevor man mit Monstrous anfängt. Sehr anspruchsvoll auf jeden Fall. Aber ich finde, dass die Story irgendwie von Band zu Band weiter nachlässt und irgendwie ganz viel rumgeplänkelt ist, was aber gar nicht aufgelöst wird. Und das finde ich total schade. Ich habe mir deswegen auch eigentlich gewünscht, dass Band 3 jetzt ein schönes Ende findet. Irgendwie geht es jetzt scheinbar mit Band 4 weiter. Es ist irgendwie noch nicht wirklich was aufgeklärt.
Und ja, ich hoffe, dass es mit Band 4 oder spätestens mit Band 5 irgendeine Erklärung oder eine Auflösung gibt. Ich finde, die Reihe ist so langsam an einem Punkt, an dem sie aufhören kann. Ich kann euch aber auf jeden Fall empfehlen, mal in den ersten Comic reinzulesen. Der ist nämlich richtig toll und vielleicht gefallen euch die Folgebände ja besser. Und aufgehört, obwohl ich es überhaupt nicht möchte, hat Granville von Brian Talbot. Das ist jetzt der 5. und leider auch der letzte Teil der Granville-Reihe. Da kann ich euch tatsächlich auch ein gratis Comic-Tag-Video verlinken, allerdings sogar aus dem letzten Jahr. Denn ich habe die ersten 3 Bände im Zuge des gratis Comic-Tags 2018 gelesen und war so begeistert von der Reihe, dass dann im letzten Jahr der auch noch der 4. Band folgte und Anfang dieses Jahres jetzt endlich der 5. Band. Ich möchte wegen dem gratis Comic-Tag-Video und weil es auch schon der 5. Band ist, gar nicht genauer auf den Inhalt eingehen. Das erfahrt ihr ja dann im Video, wenn ihr weiterklickt. Grob gesagt, es ist so eine Art Sherlock Holmes Retelling-Geschichte in einer alternativen Realität, in der auch tatsächlich zum einen Napoleon die Schlacht bei Waterloo gewonnen und nicht verloren hat und in der zweitens die Tiere menschlich sind. Also man sieht es ja schon, Granville, der so eine Art Sherlock Holmes ist, ist ein Dachs und sein Watson, der heißt Roderick, ist so eine Art, ich glaube, es ist eine Ratte. Ja, ist eine Ratte. Genau, und die Tiere haben eigentlich so Eigenschaften, die man auch den Tieren zuschreibt. Also der Herrscher von Frankreich, der König, das ist nicht mehr der Napoleon, sondern ich glaube, sein Sohn oder so ist ein Löwe und Dienstboten sind häufig zum Beispiel Hunde und so weiter. Total schön gemacht. Und was ich an den Comics auch sehr, sehr mag, ist, dass es zum einen halt wirklich so Sherlock Holmes Charakter hat. Da werden auch einzelne Fälle von ihm teilweise so angelehnt nacherzählt. Und es gibt wahnsinnig viele Anspielungen, so popkulturelle und auch auf Gemälde und auf andere Comics. Und das finde ich immer richtig, richtig toll. Es macht total Spaß, die Comics zu lesen und eben genau das zu entdecken. Und deswegen bin ich auch so traurig, dass Granville jetzt vorbei ist. Von mir also eine riesengroße Empfehlung an euch. Und damit habe ich tatsächlich euch jetzt den letzten dieser Comics vorgestellt. Wie gesagt, durch den Gratis-Comic-Tag habe ich total viel gelesen. Ich lese normalerweise so 3 bis maximal 5 Comics pro Monat. Das waren aber jetzt, glaube ich, über 20, die ich in den 3 Monaten gelesen habe. Und ja, ich glaube, jetzt, wo der Gratis-Comic-Tag ja ansteht und dann auch meine Arbeit quasi getan ist, wird das alles ein bisschen weniger werden. Ich werde aber trotzdem diesen 3-Monats-Rhythmus beibehalten, denke ich, weil das so eigentlich ganz nett ist und wir da so ein bisschen plaudern können. Ihr könnt mir gerne mal verraten, was ihr von diesem Format haltet und wenn ihr irgendwelche Comic-Video-Wünsche habt oder ich euch bestimmte Sachen beispielsweise aus dem Marvel-Universum näher erklären soll, schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin über jeden Tipp total dankbar und ja, beherzige das gerne und macht es gemeinsam mit euch. Ansonsten sehen wir uns bald wieder, nämlich bei meinem regulären Leserückblick. Dieses Mal dann schon von April. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video und auf eure Kommentare und Rückmeldungen. Bis dann, ihr Lieben!